Camp 14, der Film läuft ab 8. November in unseren Kinos. Ausführliches über die DOC Leipzig können Sie hier im MDR-Fernsehen erfahren, in unseren Kino Royal Sondersendungen Freitagnacht 0 Uhr und am Sonntag 23.40 Uhr. Wer verdient wie viel? Eine zu persönliche Frage, es sei denn, man bekleidet ein öffentliches Amt. Wie Per Steinbrück, der nach langer Diskussion kürzlich doch seine Nebeneinkünfte offenbarte. Was sich aber in der Politik so langsam durchsetzt, gilt in der Kultur als unantastbar. Dabei geht es auch hier um Steuergelder, die gezahlt werden, zum Beispiel für Star-Dirigenten. Auftritt des Paten? Nein, das ist Ricardo Scherrier, weltberühmter Stardirigent am Leipziger Gewandhaus, mit Weltklassegehalt. So hoch, dass niemand es wissen darf, sonst kündigt der Maestro. Zu hoch, bemängelt der Rechnungshof, sichtlich zerknirscht. Wir haben bei unserer Prüfung festgestellt, dass der Zuschuss, den die Stadt Leipzig und der Freistaat Sachsen an das Gewandhaus leisten, in den letzten 4 Jahren um 2 Millionen auf bis dato 15 Millionen Euro gewachsen ist. Der sächsische Rechnungshof hat den Haushalt des Gewandhauses geprüft. Herausgekommen sind Zahlen wie aus einem Spielcasino. Die Gagen der Musiker seien exorbitant gestiegen. Der Dirigent beziehe ein nicht nachvollziehbares Gehalt. Und der Direktor verdiene mehr als ein Oberbürgermeister oder Minister. Sind hier alle Maßstäbe verloren gegangen? Der schöpferische Prozess braucht eine enorme Vorbereitung. Er erfordert sozusagen die einmalige, perfekte Durchführung, denn sie wiederholen ein Konzert nicht 3, 4, 5, 6 Mal. Und diese Gehälter sind berechtigt, wenn sie wirklich gute, wenn sie hochwertige Solisten oder Dirigenten für ihr Orchester oder für ihr Konzerthaus verpflichten wollen. Andere Städte, gleiche Probleme. Überall in der Kultur wird gespart, nur oben nicht. In Köln kritisierte Intendant Uwe Erik Laufenberg den geringen Etat der Oper. Den Abschied ließ er sich mit 210.000 Euro Abfindung vergüten. In Frankfurt verlängerte jetzt Schauspielintendant Oliver Rehse. Trotz massiver städtischer Sparpolitik stieg sein Einkommen um 40.000 Euro. Er verdient nun fast dreimal so viel wie der Oberbürgermeister der Stadt. Auch in Stuttgart gab es Anfang des Jahres Kritik des Rechnungshofs. Während kleinere Bühnen zusammengelegt werden, genehmigen sich die Intendanten von Schauspiel, Ballett und Oper opulente Gagen. Alles Steuergelder, die hier der privaten Bereicherung dienen. Theater, Opern werden finanziert von Kommunen und Ländern. Darin gleichen sie der Müllabfuhr. Aber sind sie auch vergleichbar? Für Klaus Peimann, Intendant des Berliner Ensembles, ist der Hinweis auf andere öffentliche Betriebe und Berufe völlig abwegig. Naja, einen Staatsminister und Bürgermeister gibt es ja wie Sand am Meer, ja. Aber gute Theaterdirektoren, die können sich suchen wie sonst was, ja. Kunst war immer Subvention. Mozart wäre ohne die Salzburger Erzbischöfe bankrott gegangen. Ich meine, es ist eh bankrott gegangen, aber. Also, das, Kunst ist immer Subvention. Das ist nie etwas, was sich trägt. Und es wurde immer rumgemeckert. Aber was wäre dieses Deutschland ohne seine Künstler? Hohe Gagen werden im anhaltischen Theater Dessau schon lange nicht mehr gezahlt. Im nächsten Jahr soll hier das Budget um 205.000 Euro gekürzt werden. Was bei den renommierten Häusern das Gehalt eines einzigen Stars wäre. Hier geht es an die Substanz des ganzen Hauses. Seit 10 Jahren verzichten alle Mitarbeiter dieses Hauses auf Bestandteile ihres Gehaltes und ihrer Gage, um dieses Theater in der Struktur und in der Qualität erhalten zu können. Wir wollen natürlich auch weiter am Markt bestehen. Ja, wir wollen qualitativ hochwertige Kunst machen. Wir wollen Menschen begeistern. Wir wollen Menschen in dieses Haus holen. Wir wollen unserem gesellschaftlichen Auftrag gerecht werden. Und das müssen wir immer weiter uns von den eigenen Rippen abschmelzen. Und irgendwann ist einfach Feierabend. Protestcamp in diesem Sommer in Dessau. Ein Schauspieler verdient hier etwa 2.000 Euro im Monat. Seit 10 Jahren gibt es für das Haus keinen Inflationsausgleich. Das sind inzwischen 2 Millionen Euro, die fehlen bei steigenden Kosten. Während die berühmten Bühnen sehr großzügig mit Steuergeldern umgehen, kürzt hier die Politik die letzten Mittel. Ist das gerecht? Ist man hier neidisch? Ja, ich weiß nicht, ob Neiddebatten nicht meistens Debatten sind, die eigentlich vom Kern der Sache ablenken sollen.
Es geht für mich, die Debatte müsste gehen um Prioritätensetzung. Wie setzt man innerhalb der Landespolitik, innerhalb der Bundespolitik und Kommunalpolitik die Prioritäten für Kultur? Was ist uns wichtig? Und wenn man dann herausfindet, das ist wichtig, dann muss man auch die Mittel, um das Überleben zu sichern, da investieren. Da hilft uns eine Neiddebatte nicht. Wagners Ring der Nibelungen in Dessau. Highlight des Jahres, ein internationaler Erfolg. Damit schmückt man sich gern. Aber kosten soll es nichts. Welches Theater wie viel Geld bekommt, wird von der Politik entschieden. Die Frage ist, nach welchen Kriterien? Wie berechnet man Kunst? Ist ein Theater überhaupt ein Betrieb wie jeder andere? Wie eine Autowerkstatt zum Beispiel? Ich glaube nicht, dass man Theater bilanzieren kann wie eine Autowerkstatt. Allerdings sind Theater auch Betriebe und wir operieren mit öffentlichem Geld. Und das muss natürlich auch nachvollziehbar sein, das ist ganz klar. Aber wie nachvollziehbar sind Millionengagen aus öffentlichen Mitteln? Wie lässt sich das messen? Der Sächsische Rechnungshof bemängelt die geringe Auslastung mancher Musiker. Die Harfen sind zu selten zu hören, die Pauken machen zu oft Pause. Was sagt man dazu? Würde ich beispielsweise ständig Mahler 6 spielen oder Strawinsky, Sacco oder ähnliches, dann hätte ich fast alle Musiker auf der Bühne. Das heißt, auch von den weniger beschäftigten Instrumentengruppen, wie beispielsweise Harfe oder Tuba oder alle Schlagzeuger, wären die mit beteiligt. Wir spielen aber auch Mozart und Haydn. Wir spielen auch Beethoven und Brahms. Und ich sage mal etwas sarkastisch, dummerweise sind dort nicht Besetzungen von 2 Harfen oder 2 Tuben vorgesehen. So ist es also ganz normal mit der Sichtweise auf das Repertoire, dass nicht alle Instrumentengruppen gleich ausgelastet sind. Und das Publikum? Hat das nicht auch ein Recht zu erfahren, was mit öffentlichen Geldern passiert? Welche Summen in den Geheimverträgen stehen, gerade weil sie vielleicht sehr hoch sind und auch so hoch sein müssen? Das ist doch das Gewandhaus. Verstehen Sie, das Berlin ist das Berliner Ensemble, das ist die Staatsoper, das ist Simon Rattle mit den Philharmonikern, das ist die Identität einer Stadt. Die kann man gar nicht teuer genug bezahlen. Wir sind im Grunde, Sie bringen mich auf den Gedanken, wir sind viel zu billig. Ich gehe morgen zum Bürgermeister und verlange das Doppelte. Ja, also. Keine Frage, das Gewandhaus hat Weltruf. Wer das haben will, muss es bezahlen. Je transparenter aber die Verträge und Kosten sind, desto mehr weiß auch das Publikum, wie viel es ihm wert ist.